Willkommen zusammen zur Vorstellung eines neuen Simulators. Es geht um den Subway Sim Hamburg, der gepublished wurde bzw. bald wird am 16. Mai von Aerosoft auf Steam. Wir gucken uns das Ganze einmal hier zusammen an. Die Jungs und Mädels von Aerosoft haben mir dankenswerterweise vorab ein Key zur Verfügung gestellt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier eine Runde durch Hamburg und gucken uns das Ganze mal an. Dafür klicken wir einmal hier auf Neu und gehen hier in den Fahrplanmodus. Der Expertenmodus ist noch nicht ganz so ausgereift anscheinend. Deshalb bleiben wir mal hier beim Fahrplanmodus. Und dann können wir hier die verschiedenen Starthaltestellen auswählen. Wir können hier in Barmbek starten. Wir können in Wandsbek Gartenstadt starten, wir können an der Saarlandstraße starten und auch hier in Barmbek allerdings BK und nicht BA. Das ist dann vielleicht so eine Art Verschubfahrt bzw. Rangierfahrt, denke ich mal. Wir starten allerdings hier mal in Barmbek, gehen mal hier auf Weiter. Dann können wir als nächstes hier den jeweiligen Zug auswählen, die Uhrzeit. Ich würde sagen, wir gehen mal hier so auf oh, so Mittagszeit. 13:32 Uhr klingt auch toll. Das wählen wir aus und klicken auf Weiter. Und dann können wir hier unser Fahrzeug auswählen, und zwar den DT5 oder den DT5 in Doppeltraktion. Machen wir mal direkt. Und wir können entweder entscheiden, ob wir bei Sonnenschein oder bei Bewölkung fahren. Ich würde sagen Sonnenschein. Und wir starten einfach mal. Und ja, Unity Engine, Unreal Engine 5. Ne? Also praktisch die Weiterentwicklung von der UE4, das sollte grafisch eigentlich einiges auf jeden Fall hergeben. Ich bin natürlich schon mal eine kleine Runde vorab gefahren, um mir das Spiel vorher anzugucken. Ja, hier, moin moin, Dankeschön für den Hinweis. Ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal und fahren dann gleich los. Wir müssen hier nicht mehr die Türen aufmachen, können uns aber einmal das Fahrzeug angucken. Das ist hier unser DT5 auf der Linie O3 nach beziehungsweise in Richtung Hauptbahnhof Süd. Und ja, der Innenraum der Fahrzeuge, ich glaube, das kennt man. Ich war auch schon mal hier im DT5 und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall wieder zu erkennen. Hier die Haltestellen, hier sind leider keine Fahrgastinformationen verfügbar. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann, kann ich mir gut vorstellen, aber aktuell ist da halt nichts drin. Ja, und so sieht es hier aus in Barmbek. Wer es kennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Generell gilt, wer aus Hamburg ist oder sich halt gut auskennt hier in Hamburg, einfach mal gerne die Meinung dazu in die Kommentare rein. Was so die Ausgestaltung angeht, was den Sound angeht des Fahrzeugs, das hören wir uns jetzt natürlich an. Ich bin halt nicht aus Hamburg, ich war zwar schon mal in Hamburg, ich kenne mich im Bereich so Elbphilharmonie und so ein bisschen aus, aber allerdings jetzt nicht so gut, dass ich wirklich jedes Detail erkennen würde. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal los. Halt einmal kurz den Sabbel und ihr hört euch mal den Sound an. So, Ausfahrt mit 40. Ja, also KI-Verkehr ist auf jeden Fall auch hier unterwegs. Wir können auch hier so eine Art Pfeife betätigen, wir sind ein bisschen zu schnell. Hört man die auch von außen, frage ich mich. Ah. Moment, einmal ganz kurz hier in die Außenkamera hineingesprungen. Ja. Ich würde sagen, bleiben wir einfach mal hier im Führerstand lieber drin. Und halten hier als nächstes, beziehungsweise das ist unsere erste Haltestelle hier heute. Entwickelt wurde das Spiel von HR Innovations, meine ich, heißt das Entwicklerstudio. Das sind halt die gleichen, die diesen Skiresort-Simulator gebaut haben. Der ja auch von Aerosoft gepublished wurde. So, wir halten einmal an. Dann einmal hier links die Türen anwählen und freigeben. Schauen wir mal, ob das auch geklappt hat. Jawohl, Türen sind offen. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Türschließ-Sounds und Tür
Sounds gibt für die Türen, wie sie sich öffnen, bin ich mir nicht sicher. Wir können uns einmal ganz kurz hier die Details am Fahrzeug angucken, wie detailliert das hier unten so aussieht. Natürlich kann ich das alles nicht so genau bewerten, weil ich mich da ja letztlich damit nicht im Detail auskenne. Aber vielleicht kennt sich ja der ein oder andere hier mit dem Fahrzeug tatsächlich in Realität aus und kann ein bisschen beurteilen, wieso das 3D-Modell insgesamt gelungen ist. Von außen sieht es ganz stimmig aus, muss ich sagen. Schließen wir die Türen. Und wir fahren weiter. Wir können hier übrigens dieses Display bedienen. Wir können hier zum Beispiel. Ach, jetzt kommt eine Durchsage. Ja, die Saarlandstraße. So, wir dürfen einmal hoch auf 80. Das ist auch unsere V-Max. Kommt da vorne schon die Saarlandstraße? Nee. So, einmal auf 80 hoch. Und wir können jetzt hier mit F1 hier übrigens so Tastenbelegungen anzeigen. Oh, ich glaube, das ist die Haltestelle. Genau, das ist die Saarlandstraße. Oh, das ist ein schlechter Haltestelle. Ja. Das muss natürlich sein. Das gehört obligatorischerweise dazu. Hier an der Saarlandstraße. Ja, das HUD können wir jetzt nicht ausblenden. Wir können jetzt halt diese Hilfe einblenden lassen. Okay. Wir können mit dem Nummernblock tatsächlich auch die Türen freigeben. Ich mache das aber, glaube ich, lieber über den Führerstand. Allerdings machen wir es hier einmal von außen, damit wir uns einmal hier den Sound anhören. Von den Türen, falls ihr überhaupt welchen einen hat. Drücken auf die 5. Jawohl. Da ist ein Sound vorhanden. So. Ja, ne, also, ja, das Spiel kommt am, wie gesagt, am 16. raus. Es ist nicht perfekt. Das muss ich dazu sagen, dass es gibt Dinge, die besser sein könnten. Beispielsweise haben wir hier gar nicht so eine Art Fahrplan. Ist das schon der nächste Halt? Ja. Wir haben zum Beispiel nicht so eine Art Fahrplan oder sowas. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr ich jetzt hier sein muss. Ich weiß nicht, ob ich zu spät bin, ob ich zu früh bin, wann ich abfahren muss, wann nicht. Also das fehlt zum Beispiel leider noch komplett. So. Oh, das war ein ganz guter Halt, würde ich sagen. Das war mal gut gemacht. Türen auf. Also das fehlt halt leider, ne? Zu wissen, sind wir eigentlich zu spät? Sind wir zu früh? Wir können auch übrigens als First Person hier aufstehen und uns auch bewegen. Kann zum Beispiel hier die Tür zum Fahrgastraum auch aufmachen und hier so auch durchwandern. Ja, wir haben auch hier tatsächlich ein Fahrgastinformationssystem. Machen wir aber die Tür wieder zu und setzen uns hin und schließen die Türen. Ja, also ich glaube, das ist eine solide Grundlage. Ich weiß nicht genau, was so für die Zukunft noch vorgesehen ist, ob sich die Entwicklerinnen und Entwickler darauf fokussieren, beispielsweise
mehr Linien aus Hamburg irgendwie noch nachzubringen, als entweder als DLC oder als kostenfreies Update, keine Ahnung. So, oder ob es eher darum geht, andere Fahrzeuge noch ins Spiel zu bringen, wo da die Prioritäten jetzt liegen, das kann ich nicht sagen. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Ich glaube, wir dürfen nur 50 fahren. Genau. So. Ja, also wo, was praktisch so angedacht ist für die Zukunft. Im Sinne dessen, ob es vielleicht, muss es überhaupt Hamburg sein? Es kann auch sein, dass es vielleicht irgendeine andere Stadt wird. So ein bisschen wie im Trump Simulator. Wo ja nach Wien München dazugekommen ist. Na, Tramse München. Und da stellt sich halt die Frage, ob da mehr aus Hamburg kommen wird, ob da andere Strecken kommen werden, ob da andere Fahrzeuge kommen werden. Also irgendwas wird ja wohl kommen, ne? Also ich denke mal, die Entwickler werden das wird jetzt nicht so ein One-Trick-Pony gewesen sein. Das würde ich, also es wäre natürlich sehr schade. Was ich allerdings auch gut finden würde, ist, wenn da auf jeden Fall nochmal Arbeit so ein bisschen ins Optimieren des Spiels reingesetzt wird. Denn ich habe einen PC, der ist so medium okay. Also schon ein Gaming-PC, nicht kein NASA-Rechner, aber jetzt auch kein Laptop so. Und ich musste ordentlich mit der Qualität, mit den Einstellungen runterfahren. So. Ja, und trotzdem. Und trotzdem ist es halt jetzt von der Performance her nicht das Beste auf der Welt. Da ist beispielsweise, um dann den direkten Vergleich mal zu ziehen mit dem anderen Zugsimulator, den wir haben, mit der Unreal Engine, da ist der TSW um einiges besser, was so Performance angeht. Ne? Also selbst die Performance-schlimmen Strecken wie ja, so Kassel-Würzburg oder Bremen-Oldenburg oder auch vielleicht München-Augsburg, selbst da ist die Performance insgesamt um einiges besser als hier. Ja, und da hoffe ich, dass auf jeden Fall, was das angeht, was so Optimieren angeht, dass da die Entwickler nochmal nachlegen, denn an sich wäre es halt schön, das Spiel mit höheren Einstellungen auch noch spielen zu können. Aber das ist halt dann nicht mehr so schön anzusehen aktuell. So, was ich aber cool finde, hier die Displays, das sind im Grunde genommen auch Live-Displays. Wir sehen jetzt gleich auch, wenn sich das aktualisiert, wie die Türen hier aufgehen. Ne? So, die Türen sind aufgegangen. Das finde ich schon cool gemacht. Ne? Ach so, genau, wir wollten uns hier um die... ich wollte euch mal hier das Display noch zeigen. Wir können zum Beispiel hier... hier sowas beispielsweise aktivieren. Können hier irgendwelche Kameras einschalten? Okay, wir sehen da leider nichts. Das funktioniert leider nicht. Was ist das? Klimatisierung. Machen wir es den Fahrgästen mal ein bisschen kühler. Ist ja schön warm hier. Ein bisschen hier. Ach, schön. Das macht sogar einen Soundunterschied. Das ist ja toll. Solche kleinen Sachen. Rückwandheizung, würde ich sagen, lassen wir mal aus. Ja, aus. Nischenheizung brauchen wir nicht. Entfeuchtung brauchen wir auch nicht. Betriebsmodus. Automatik. So, ne, also solche Spielereien mag ich wiederum sehr. Wir können auch hier übrigens ins FIS gehen und können da auch hier diverse Sachen bedienen. Die ZZA beispielsweise hier. Und wir können auch hier dieses IBIS-System tatsächlich... Oder ist das der Zugfunk? Ich glaube, das ist ja so eine Art Zugfunk, ne? Auch das können wir tatsächlich bedienen. Ach, wir haben ja gerade mit den Kameras da hin und her geschaltet. Das wird dann hier auf diesem Display angezeigt. Gut, das wusste ich nicht. Können wir uns dann gleich nochmal angucken.
So, halten wir jetzt erstmal hier an. Ja, der U-Bahn-Fahrer in mir, der kommt jetzt langsam hier hervor, ne? So schön schnell in die Haltestelle rein und dann ordentlich abbremsen, links anwählen und öffnen. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an mit den Kameras hier. Wo war das denn noch gleich? Moment, dass wir beides so einen Blick haben, dann kann ich hier die Kameras anwählen und dann... Achso, geht gerade nicht, weil wir noch hier an der Station sind. So, einmal die Türen schließen. So. Nächster Halt, Hohe Luftbrücke. Die Hohe Luftbrücke. Genau. Und jetzt hier durchwechseln. Das geht sogar. Das finde ich schon cool. So solche Sachen. So, Hohe Luftbrücke. Also wie gesagt, die Leute, die aus Hamburg kommen, sind explizit dezidiert hier angesprochen. Die können sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, hey, da ist mein Wohnhaus, das habe ich wieder erkannt. Oder das sieht gar nicht so aus wie die Realität. Ich glaube, das Spiel hat Stärken und Schwächen. Ich muss aber sagen, irgendwie hätte ich mehr aus der Unreal Engine 5, hätte ich mehr davon erwartet. Ich weiß nicht, also es wirkt halt, also klar, ich bin jetzt nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen unterwegs, aber es gibt ja auch durchaus Videos von anderen hier auf YouTube bereits, die ebenfalls den Subway Sim gespielt haben. Ja, zum Beispiel hier der ein guter Freund, der Train Gamer. Grüße gehen raus, liebe Grüße. Jetzt habe ich die Türen direkt wieder zugemacht, ne? Naja, Pech gehabt. Hallo, Türen? Naja, also der gute Train Gamer, der hat ja zum Beispiel schon mal gespielt und der hat, glaube ich, einen etwas besseren PC so. Und auch da sind die Grafik. Ist jetzt die Grafik nicht überwältigend. Es ist jetzt auch nicht unterwältigend, ne? Also es sieht schon schön aus. Nur irgendwie. Nächster Halt, Schlumpfübergang zur U2. Ausstieg. Irgendwie gefühlt hätte ich gedacht, dass die Unreal Engine 5 doch nochmal noch ein bisschen krasser ist. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch, ne? Das ist ja einer der. Also es gibt ja bisher nur sehr wenige Spiele überhaupt mit der Unreal Engine 5. Also krass, dass sich die Entwickler überhaupt da schon mal rangewagt haben, das überhaupt zu machen. Ja, das ist ja auch nicht ohne, da erstmal sich komplett in diese neue Engine hineinfuchsen. Jetzt ist mir nur eine Sache aufgefallen. Ich bin mir sicher, die Entwicklerinnen und Entwickler gucken noch zu. Oder werden sich auf jeden Fall diese Videos vielleicht nicht unbedingt von mir angucken, aber vielleicht auch von anderen. Jetzt habe ich hier gerade eine Frau gesehen, die hier irgendwie auf der Bank stand, aber naja. Sternschanze. Tolles Viertel, Sternschanze. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Andeutung auf diesen Ski-Resort Simulator. Ja, die gute Sternschanze. Eigentlich ein an sich ein gutes Viertel, so. Also, sagen wir so, man kann sich da wohlfühlen, wenn man es möchte. Ist auf jeden Fall ein gutes Nachtleben gibt es dort. Ja, das auf jeden Fall. Und generell. Ja. Okay. Ja, die Blechelse ist praktisch einen hinterher, ne? Die hat jetzt gerade die Sternschanze angekündigt. Und da waren wir gerade schon. Was mir halt auch so ein bisschen fehlt, ist, dass im HUD einem angezeigt wird, wann die nächste Haltestelle ist, ne? Also, sonst wird ja gesagt, wann das nächste Signal kommt. Das ist schon eine ganz gute Hilfe, auch das Signalbild. Aber dann wäre es auch schön zu wissen, wann die nächste Haltestelle kommt.
Da steht jemand schon wieder auf der Bank. Eieie, also das war aber on point. Linke Seite auswählen. Wo sind wir hier? Feldstraße. Die gute Feldstraße. Ja. Machen wir die Türen wieder zu. Was mir immer auffällt, wenn man in dieser Außenkammer unterwegs ist und dann in den Führerstand zurückspringt, dann kommt immer der Sound, wie der Zug praktisch im Bremsvorgang anhält. Dieses Quietschen der Räder. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg. Ich kann eigentlich mal die Kamera hier ausschalten wieder. So, ja, Kamera ausschalten. Hier so eine Art Wendestelle, denke ich mal. Dann wird jetzt auch sicherlich hier vorne irgendwo eine Haltestelle kommen, ja. Also ich glaube vom Detailgrad, so der Szenerie, ist das Spiel schon ziemlich gut. Zumindest so von der Dichte der Szenerie. Ob die Szenerie wiederum passt, kann ich nicht bewerten. So, linke Seite anwählen und auf. Sind die Türen offen? Ja. Okay. Das reicht doch schon. Wir müssen weiter. Haben ja nicht ewig Zeit. Und auf geht's. Moin. Süß diese Pfeife. St. Pauli, tolles Viertel. Ein super Fußballverein, der erste FC St. Pauli. Sehr sympathisch. So, das war die Ankündigung auf 40. Eieie, und die fängt hier schon an. Das ist aber kurz. Moment. Da müssen wir uns jetzt gleich in der Außenkamera ein bisschen umgucken. Achso, wir waren gerade schon in St. Pauli, ne? Die ist ja eine hinterher. Genau, hier sind wir an der Landungsbrücke. So, diesmal rechts, können wir jetzt auch mal hier sagen. Ausstieg rechts. Und zwar hier die Landungsbrücke. So. Also das kommt mir auf jeden Fall gut bekannt vor. Was leider komplett fehlt, sind Autos, die hier fahren. Nicht, dass ich Autos toll finde, aber die gehören halt irgendwie zum Stadtbild leider dazu. Hier sind doch keine Personen unterwegs, aber dafür Möwen. Immerhin. Szenerietechnisch muss ich sagen, ja, so von weit weg passt das auf jeden Fall ganz, ganz gut. Ja, hier sind doch noch so ein paar Schiffe unterwegs, da noch. Ah, da sehen wir schon die Elbphilharmonie da hinten. Dieses kolossale Bauwerk, ja. Also Landungsbrücke, ich würde sagen. Ja, die Treppe, da erinnere ich mich sogar dran. Ich stand hier mal auf genau dieser Treppe, glaube ich. Hier ist in Realität allerdings ein Geländer. Und habe hier so ein Foto praktisch von der Landungsbrücke gemacht. Oder so, glaube ich. Ja, doch. Da habt ihr es gehört, diesen Sound. Den meinte ich vorhin. So. Also ich glaube, wenn man selbst Hamburger oder Hamburgerin ist, dann ist das schon irgendwie ganz geil, oder? So ein Spiel zu haben, das praktisch die eigene Stadt hier abbildet. Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur. So, ich fahre hier mal ein bisschen langsamer, weil es mich sehr interessiert, wie es hier aussieht. Also hier diese Treppe, die kenne ich auch noch ganz gut. Oder diese Treppe hier, ja. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Leider, also hier ist in Realität ja sehr viel mehr los, ne? Hier an genau der Stelle bin ich auch schon mal dann praktisch in dem Triebzug mitgefahren, in dem DT5.
Ja, also das ist alles ganz gut erkennbar, ne? Wiedererkennbar. Auch hier auf der anderen Seite. Also das ist schon eine kolossale Aufgabe, die sich da, der sich die Entwickler angenommen haben. Diese ganze Szenerie hier nachzubilden, all diese Häuser, das sind ja keine generischen Häuser, man kann ja nicht einfach so die Elbphilharmonie mit irgendeinem so fünfstöckigen Wohnhaus ersetzen. Türen auf. Auch hier schauen wir uns einmal um. Hier an der Haltestelle Baumwall. Hier geht es dann zur Elbphilharmonie runter. Ja, also die Brücken auf jeden Fall auch wiedererkennbar. Fahrende Schiffe, das gehört natürlich eigentlich auch zum Stadtbild von Hamburg, ne? Also hier stehen ja normalerweise die Schiffe nicht still. Wir können mal ein bisschen näher rankleben zur Elbphilharmonie, weil mich das interessiert, wie es hier so aussieht. Vermutlich nicht besonders detailliert, ne? Das ist klar. Das ist aber auch zu erwarten, weil es ja wirklich weit weg ist vom Schuss und man das Gebäude ja von außen gut erkennen muss. Oh, was ich sehr schön finde, seht ihr die Spiegelung hier? Mit den Häusern. Das ist cool gemacht. Okay, hier fehlt das Geländer. Nee, doch nicht. Ja, hier kann man dann sich praktisch so ein Ticket ziehen. Kostet auch nichts und dann kann man hier einmal hoch mit dem Aufzug, mit den Rolltreppen hier hoch, ne? Dann guckt man von hier runter, so auf den Hafen. Ja, mit all den Schiffen auf der anderen Seite. Das ist, auch wenn das jetzt hier schon sehr kahl ist, aber trotzdem für mich zumindest als Nicht-Hamburger wiedererkennbar. Klar, ich glaube, da wird sich jetzt jemand, der aus Hamburg kommt, die Haare raufen und sagen, eieiei, da. Also wenn das Hamburg ist, dann. Dann weiß ich auch nicht, aber. Oh, also ein bisschen Wiedererkennungswert hat das. Falschen Flug erwischt. Nee. Ankündigung auf 50. Achso, nee, 50 dürfen wir schon fahren. Ach, das A, das stand ja praktisch schon direkt da an der Ankündigung. Das heißt also, dass wir auch direkt die 50 fahren dürfen. Ist hier links von uns nicht eigentlich die Speicherstadt? Ist das nicht hier links? Muss ich mir gleich mal angucken. So. Dann schauen wir mal ganz kurz, weil ich glaube, dass hier doch die. Ja, doch, ne? Das ist das doch. Eigentlich. Also, das sieht natürlich in Realität ein bisschen anders aus. Ja, aber. Ja. Unterwegs hier in Hamburg. So, Tür zu. Und Ankündigung auf 30. Ach, wir dürfen direkt ab hier dann nur 30 fahren. So verstehe ich das dann. Ne? Ja. Uiuiui, das sieht aber auch schön aus hier. Hier die Häuser. Wo kommt eigentlich dieses rote Licht hierher? Verstehe ich nicht so ganz, wo das herkommt. So, dann halten wir einmal hier an.
Türen rechts auf. Ja, die KI verhält sich ganz okay. Die sind aber wenig abwechslungsreich, aber der hat krasse Tattoos hier. Was hat er denn an Tattoos? Der hat hier links so ein Tier. Ja. Türen zu. Was auch zum Beispiel hier komplett fehlt, ist so eine Art Map, ne, eine Karte, wo sind wir gerade. Das gibt es leider auch nicht. Nächster Halt, Rathaus. Übergang zur U1, U2, U4, S1, S3 und zur Alster-Touristik. Ausstieg. Ja, da waren wir jetzt gerade schon natürlich, ne? Aber das Rathaus ist auch sehr schön. So, ich glaube, da vorne kommt auch schon die Haltestelle. Dann halten wir mal besser an. Hier an der Mönckebergstraße. Auf. Ein wahrer Hamburger. Okay. Ja. Let's not talk about that. Funktionieren die Uhren, frage ich mich gerade. 14 Uhr? Haben wir 14 Uhr? Ja, wir haben 14.02 Uhr. Das passt, immerhin. Dann machen wir mal die Tür zu. Und lassen mal den Zug von außen abfahren. So, wir dürfen glaube ich 80 fahren. Also das hat, da muss auch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ja, es sieht andererseits halt wirklich sehr, als ob wir hier mit 80 fahren dürfen. Das war nicht gut. Ist das nicht der Hauptbahnhof? Machen wir die Türen auf. Das ist doch der Hauptbahnhof, das erkenne ich doch wieder. Oder? Hauptbahnhof Süd. Doch, ja, tatsächlich. Jomas. Das ist geil. Jomas. Ich glaube, wir wissen, welche Bäckerei eigentlich damit gemeint ist. Haben ganz. Der Kaffee ist ganz okay übrigens von denen. So, dann Türen zu. Also das muss aber ein Signalisierungsfehler gewesen sein, als ob wir über diese Kurve mit 80 km/h hätten fahren dürfen. Never. Never. Das sind für mich maximal 40 oder 50 gewesen, die wir da hätten fahren dürfen. Aber das hat ja nicht angezeigt, dass wir zu schnell sind. Jetzt vertraue ich dem Hut halt nicht mehr so ganz, bevor der uns wieder schon wieder in so eine Kurve hineinschmeißt. Hier so eine Art Wendestelle. So, das ist auch schon wieder gefährlich schnell hier, die Kurven, die wir nehmen. Ist das nicht. Ist das die Linie, die auch zum Flughafen fährt? Nee, ne? Denn letztes Jahr im Oktober war ich tatsächlich hier. Nicht im Oktober.
ich glaube, im August war das noch. August oder September, Berliner Tor. Dann sind wir vom Hauptbahnhof aus. Ey, was denn hier passiert? Kleiner Wasserschaden. Dann sind wir damals auch mit der U-Bahn vom Hauptbahnhof, ich glaube, nach. Ich weiß nicht mehr genau wohin gefahren. Also ganz zum Flughafen fährt, glaube ich, keine U-Bahn. Aber es gibt irgendwie eine größere. Übergang zur U2, U4, S1 und S21. Ausstieg. Eine größere, größerer Bahnhof, so ein Endbahnhof, U-Bahnhof in der Nähe. Und von da aus muss man, glaube ich, mit dem Bus dann weiter zum Flughafen. Hier ganz schön, einer der Stellen, wo wir die Gleise der richtigen Bahn, der großen Bahn hier sehen. Sehen wir auch ganz gut ausgebaut hier die Oberleitung. Das sieht ganz okay aus. Die Kabel wirken sehr dick. Irgendwie. Und gehen auch hier durch die Brücke durch. Das ist gefährlich. Mindestens gefährlich. Aber geil wäre natürlich, wenn wir jetzt hier noch irgendwie so ein Zug entgegenkommen würde. Aber das wird nicht. Das wird nicht passieren. So, wo ist unser nächster Halt? Hier ist unser nächster Halt. Hier in der Lübecker Straße. Ja, bisschen sehr, sehr früh gebremst. Ja, ich werde nicht groß irgendwie darüber reden, ob ich das jetzt empfehle, irgendwie als Kauf oder nicht. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ihr seht das ja hier so, was wir so machen können. Ihr hört die Sounds, ihr seht die Szenerie, wenn es euch gefällt. Greift zu, unterstützt die Entwickler. Ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, die zu unterstützen, in der Hoffnung, dass vielleicht in Zukunft mehr kommt. Wenn es denn einem gefällt und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? So. Da kommt uns ein Kollege entgegen. Und wir halten an. So. Einmal bitte alle aussteigen, wer aussteigen möchte. Ich glaube, wenn ich U-Bahn-Fahrer wäre, würde ich mir die ganze Zeit das Mikrofon schnappen und irgendwelche dämlichen Durchsagen machen. So im Sinne von, ja, meine Damen und Herren, einmal bitte festhalten, wir haben Verspätung und müssen die jetzt hier aufholen. Schnallen Sie sich, das... Sollte auch nichts passieren. Liebe Entwickler des Studios, ihr seht es hier, ne, die Haltestelle, habt ihr auch gesehen, wo wir sind. Das bitte idealerweise fixen, der Weg der KI. Das war nicht so gut. Nächster Halt, Uhlandstraße. Ausstieg rechts. Hier in der Uhlandstraße. Ich habe Angst, dass hier um die Kurve einfach dann der Bahnhof irgendwann auftaucht und wir halt irgendwie mit 80 km/h aber am Bahnsteig vorbeibrausen. Soll mir ja schon das eine oder andere Mal passiert sein. In anderen Simulatoren zumindest. Ja, also wie gesagt, gespannt bin ich wirklich sehr darauf, was denn so für die Zukunft dieses Simulators angedacht ist. Ne? Es ist ja der Subway Sim Hamburg. Ob es dann irgendwann eben den Subway Sim... Ich würde mich ja sehr freuen, wenn es irgendwas aus dem Ruhrgebiet wäre, weil ich mich hier einfach sehr gut auskenne. Oder ob es halt eben bei Hamburg bleibt.
und aber andere Linien und andere Fahrzeuge eventuell irgendwann ins Spiel kommen. Das ist halt das, was ich eher glaube, was kommen würde. Oder man macht halt eben beides, sowohl neue Linien als auch neue Fahrzeuge, als auch neue Städte. Ne, so ist es ja beim Trump-Sim. Da ist es ja eben genauso. Da ist ja halt, ne, Trump-Sim Vienna, Trump-Sim Wien, kam ja damals raus. Und dann gab es halt diese eine Linie mit diesem einen Fahrzeug. Und dann gab es aber irgendwann mehr Fahrzeuge und ich glaube auch mehr Linien. Es kam aber halt eben auch Trump-Sim Munich raus. Wobei ich mich auch frage, ehrlich gesagt, was für den Trump-Sim für die Zukunft angesagt ist. Ob es da dann wohl neue Städte, also ich, I guess, Trump-Sim wird damit weitermachen, auch neue Städte dann praktisch ins Boot zu holen. Vielleicht gucken wir uns auch mal den Trump-Sim gemeinsam an. Zumindest wenn es mal eine neue Stadt gibt, können wir das auch mal machen. So, einmal Türen auf. Also, wie gesagt, U-Bahn Ruhrgebiet wird sich halt eignen, weil es da eben auch sehr viel Auswahl gibt, ne? In Duisburg gibt es eine U-Bahn, in Bochum gibt es eine U-Bahn, in Essen gibt es eine U-Bahn, die nach Mülheim führt. Mit so einer ganz besonderen Strecke, wo nämlich praktisch die U-Bahn-Schienen in der Mitte der Autobahn sind, auf der A40 praktisch. Und man links und rechts sieht, wie die Autos da im Stau stehen und man selbst in der U-Bahn da einfach mal vorbeifährt. Die gute alte U18. Also da gibt es schon viel Auswahlmöglichkeit. Und es wird ja auch vermutlich viele Menschen interessieren, ne? Denn aus dem Ruhrgebiet, da kommen ja nicht wenig Menschen. Klar, aber auch sowas wie Berlin ist natürlich immer so ein Evergreen. Berlin geht immer. München haben wir ja jetzt. Sicherlich gibt es auch noch andere Städte, Stuttgart und ja, Nürnberg mit dieser automatisierten U-Bahn. Da gibt es auf jeden Fall einiges noch. Aber so Trumps, also das wäre jetzt U-Bahn und Trumps-mäßig gibt es natürlich noch viel, viel mehr Auswahl. Auch da, ne, das Ruhrgebiet wird sich da natürlich eignen für sowas. Aber auch zum Beispiel, ich glaube, Leipzig ist eine, hat auch schöne U-Bahn, Straßenbahnstrecken und Fahrzeuge. Dresden auch. Berlin selbstverständlich. Hamburg. Ne, wobei, ne, Hamburg? Hamburg? Ne, Hamburg hat gar keine Straßenbahn, ne? Hamburg hat ja nur die Hochbahn und Busse. Hat aber keine Straßenbahn, oder? Tja, Pech gehabt, Hamburg. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie lange wir jetzt eigentlich noch fahren werden. So, das ist, wir haben ja keinen Fahrplan oder sowas, von daher ist es einfach super schwer abzuschätzen, wie viel wir eigentlich noch vor uns haben. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Ich denke mal, so viel fehlt jetzt nicht mehr. Sind also sicherlich schon so auf dem Endspurt. Hier ist eine U-Bahn in der Abstellung. Okay, hier wird die Performance wieder ein bisschen schwächer. Hier ist aber auch viel verbaut an Gleisen. Ja, also performance-technisch, so ein mittelguter PC kommt so mittelgut damit klar. Mit mittelguten Einstellungen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
beim Thema optimieren. Da hoffe ich sehr, dass die Entwickler da nochmal ein bisschen was dran machen. Auch hier haben wir übrigens wieder auch die richtigen Gleise mit Holzschwellen. Ja, okay. Weiß ich nicht. Oberleitung. Okay, na, es ist halt nicht der Train Simulator. Es ist nicht TSW oder so. Hier, die Oberleitung hängt auch durch. Das. Ja. Also, das geht meines Erachtens nicht. Hier so eine durchhängende Oberleitung. Die muss schon gerade sein, sonst kann mal so ein Pantograph bei höheren Geschwindigkeiten auch mal so eine Oberleitung runterreißen. Das passiert ja auch manchmal. Klar, ich sage jetzt nicht, dass hier wirklich jedes Detail ausmodelliert werden muss. Das muss es überhaupt nicht, aber sowas wie die Oberleitung durchhängt, nee, das geht nicht. Das sollte meines Erachtens gerade sein. Aber wie gesagt, es ist halt eben der U-Bahn-Simulator hier und nicht der Train Simulator oder der TSV oder sowas. Von daher ist die Kritik halt eher so auf hohem Niveau anzusetzen. Aber trotzdem, das wäre halt schön, wenn das gepatcht werden kann. Also natürlich kann es gepatcht werden. Wäre schön, wenn das auch dann passiert. Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß. Es macht Spaß, den Triebwagen zu fahren. Es sieht doch hübsch aus. So, hier dürfen wir 50 fahren. Interessant ist, dass wir praktisch sofort 50 fahren dürfen und nicht warten müssen, bis der Zug komplett dran vorbei ist. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder nicht, aber laut HUD dürfen wir das halt. Ich glaube, wir haben noch so 2-3 Haltestellen vor uns, meine ich. Hier wird es wieder ein bisschen bewaldeter. Achso, wir dürfen 80 fahren. Aber ich glaube, hier vorne kommt jetzt auch schon irgendwo der Bahnsteig. Naja, noch nicht ganz. Das dauert noch ein ganzes bisschen. Das sieht aus wie ein Bahnsteig. Auch hier so Bäume, die praktisch ins Dach hineinhängen. Ja, auch das kein nichts Game-Breaking-mäßiges so. Aber schön wäre es, wenn es halt in einem Update. Ups, ne, Moment. So, wenn es halt irgendwann in einem Update vielleicht solche Sachen auch geändert werden. Hamburgs bestes Stück Brunnenbräu Original. Hier praktisch die dritte Schiene, das dritte Gleis. Nicht meines Erachtens nicht die sicherste Methode, aber. Ups. So. So. Einmal zack, Hebel on the table und auf geht's.
Ich glaube, wir wären gar nicht viel schneller als 80, ne? Selbst wenn ich Leistung aufgeschaltet lasse. Oh doch. Doch. Ah, ich sehe noch keinen Bahnsteig. Müsste jetzt aber bald irgendwann kommen. Da ist er. Und wir halten einmal an. Ich glaube, was so die Ausgestaltung der Bahnsteige angeht, sind die. Ist das schon echt gut gelungen, so auch so zum Beispiel diese individuellen Elemente, was so Bahnsteigsüberdachung angeht. Ne? Also hier, dass das hier zum Beispiel grün ist und so eine gewellte Form hat, das ist sicherlich realistisch, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Wandsbek Gartenstadt. Okay, ich glaube, nächster Halt ist Endhalt, meine ich. Da ist nämlich Barmbek, Wandsbek Bahnhof, ja. Ja, das kann man vielleicht auch noch verbessern. Hier ist eine Katze. Süß. Okay. Türen zu. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal ab. Oh, wir haben ein rotes Signal vor uns. Nächster Halt, Wandsbek. Ach, fahren wir jetzt in die Abstellung? Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Ach so, stimmt. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Stimmt, Wandsbek Gartenstadt. Ist die ist der Endhalt. Tja, meine Damen und Herren, da sind wir jetzt nun. Gratulation, du hast den Fahrplan erfolgreich abgeschlossen. Fahrzeit 51,2, deine Verspätung 5 Minuten. Ja, weiß ich ja nicht, ne? Also, dass ich da 5 Minuten Verspätung habe, woher soll ich das denn wissen? Ja. Aber gut, 5 Minuten für die erste Fahrt, das ist, glaube ich, okay. Kann ich mich auch hier hinsetzen? Nee, das geht leider nicht. Kann ich Türen öffnen? Ja, Türen kann ich manuell öffnen. Nee, kann ich doch nicht. Nee, das geht nicht. Die wilde Elbe. Gut, dann ist das so, wie es nun mal ist. Das war unsere erste Fahrt. Vermutlich nicht unsere letzte Fahrt hier im U-Bahn-Sim. Im Subway-Sim. Kann man hier die Elemente wegblenden. Bitte nicht einsteigen. Hier mit der Hamburger Hochbahn. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr so dazu zu sagen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.